Herzlich willkommen zum leider letzten Tag der Tour. Die Sonne knallt schon unerbittlich, es ist schon mächtig warm. Wir haben jetzt so 7:30. Ich wollte mit dem Gröbsten durch sein, bevor es richtig warm wird. Ich muss nur noch mein Zelt zusammenpacken und dann alles aufrödeln und dann kann es losgehen. Hier vom Campingplatz. Campingplatz Raptis in Städtebergen. Ja, also ich würde sagen, ich mache mich da mal so langsam wieder ans Werk, dass ich hier loskomme. Möglichst schnell auf Strecke, denn es soll warm werden heute. Richtig warm. Also bis später. Ja, hallo nochmal. Es ist jetzt gerade mal 8 Uhr. Ich bin also relativ früh losgekommen. Sehr schön. So war auch der Plan. Denn wie gesagt, es soll richtig heiß werden heute. Und von da gesehen ist es schon mal ganz gut, wenn ich auf Strecke bin. Ich habe jetzt den Campingplatz und Städtebergen verlassen. Ja, hier fahre ich nochmal an dem See vorbei. Ja, ich nähere mich jetzt Dörferden. Mal gucken, ob da irgendwo leckerer Bäcker für mich offen hat. Obwohl, es ist nur ein Vorort. Na ja, gut. Schauen wir mal. Ich habe jetzt mal ein schönes Frühstück gehabt. Das Kaffee, belegtes Brötchen. Dann habe ich mir noch so ein Apfelstückchen, so ein süßes Teilchen geholt für später. Und ja, läuft gut. Hinterrad rollt auch. Sollte es auch. Obwohl es teilweise ganz schön holprig ist hier. Ja, jetzt befinde ich mich übrigens auf der niedersächsischen Spargelstraße. Wahrscheinlich mehr für die Autos gedacht. Aber trotzdem lässt es sich hier gut radeln entlang der Hauptstraße. Richtung Nienburg geht es. Und die Sonne knallt unerbittlich. Ja, ich habe mich auch schon eingeschmiert von oben bis unten. Meine Lippen auch so ein bisschen. Da kriege ich manchmal so ein paar Bläschen, wenn die Sonne zu sehr knallt. Naja, aber das wird noch eine tolle Tour. Aber ich fahre erstmal hier entlang der Hauptstraße, dann kann ich schön Kilometer machen. Ab und zu kommen auch ein paar Bäume, das ist auch nicht schlecht. Naja. Bis später. So, jetzt bin ich hier in Eistrup. Eben war ein großes Hinweisschild. Hier wird auch die Marmelade Glück hergestellt. Von der Firma Göbber. Man kann sogar mal vorbeischauen, aber jetzt Wochenende ist natürlich alles zu. Ja, jetzt radel ich hier durch Haßbergen. Und die haben überall hier so schöne Rosenbeete angelegt. Ja, jetzt bin ich dann doch endlich mal weg von der Hauptstraße. Das war teilweise auch ein bisschen öde. Aber so schlecht auch nicht, weil immer wieder Bäume da waren und Schatten gespendet haben. Ja, und jetzt geht's hier durch die Felder Richtung Nienburg. Der nächste Ort ist Rohrsen. Ja, also fahren wir mal ein bisschen entspannter hier durch die Natur. Ja, jetzt bin ich hier in Rohrsen. Das sieht doch mal ganz nett aus. Schön. Moin. Dass ich hier auf dem offiziellen Weserradweg unterwegs bin wieder. Endlich. Aber es ist doch wesentlich mehr Verkehr. Und also Fahrradverkehr. Viele Radreisende mit Gepäck und alles. Also man merkt schon, dass das der offizielle Weg hier ist. Ist wieder gut besucht dieses Jahr. Ja gut, und dann auf Wochenende ist sowieso generell immer mehr los.
heute ist ja Samstag, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Ich bin jetzt eine Woche unterwegs. Ja, heute geht's ab nach Hause. Schön. Ja, hier in den Feldern, da steht die Luft dabei. Ganz schöne Bullerhitze. Ja, nächster Ort ist Drakenburg, kurz vor Nienburg. In Drakenburg ist auch der Campingplatz, wo ich schon mindestens zweimal war. Auch sehr schön gelegen, direkt in der Weser. Aber den lasse ich rechts liegen. Da werde ich heute genüsslich dran vorbeifahren, denn es geht nach Hause. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ne? Alles egal. Bis später. Ja, und endlich mal an der Weser. Guck an. Sehr schön. Heimat, ich komme. Ja, toll. Ja, das ist kurz vor Drakenburg. Schön die Weser hier. Na Mädels, geht's euch gut? Naja. Ja, hier habe ich ein schönes schattiges Plätzchen gefunden, direkt an der Weser hier. Und dann mache ich erstmal ein kleines Päuschen. Außerdem muss ich die Speicherkarte wechseln von meiner GoPro. Die ist dann jetzt doch endlich mal voll. Der gesamte Sylt-Urlaub ist drauf und die gesamte Radtour bis jetzt hat fast durchgehalten, aber eben nur fast. Da werde ich gleich erstmal einen Wechsel vornehmen. Ja, dann habe ich hier noch. Moin! Habe ich hier noch einen Snickers. Das esse ich erstmal weg, bevor es mir wegschmilzt. Und eine Cola. Das bringt mich schon mal ein bisschen nach vorn wieder. Ja, hier können wir uns aushalten. Das ist richtig angenehm. Leicht im Schatten. Ein leichter Wind weht. Herrlich. Mit Blick auf die Weser. Ich könnte hier so vor mich hin. Naja. Aber es nützt ja alles nichts. Ich will ja auch irgendwann nach Hause kommen heute. Also. Man sieht sich. Ja, ich radel hier durch Drakenburg. Wie ich das letzte Mal hier war, da war noch große Baustelle. Die ganze Straße aufgerissen, alles neu gemacht. Ja, haben sie auch ganz gut hingekriegt. Ja, also ich glaube, so viel wie ich heute Morgen gegrüßt habe und gegrüßt wurde, habe ich auf den gesamten Mönchsweg nicht gegrüßt. Also, ist ja was los hier, du. Wahnsinn! Boah, und das bei dem Wetter. Na gut, lockt die Leute raus, ist klar. Aber ist schon gut warm. Bestimmt 25, 26 Grad. Aber es weht noch eine kleine Brise. Ist ganz angenehm. Ihr seht, Nienburg ist erreicht. Sehr schön.
Ja, Nienburg habe ich fast verlassen. Und das Navi hat mich direkt durch die Fußgängerzone gelotst. Und da war noch Wochenmarkt. Tausende von Leuten, alles eng. Und mich voll da durchgelotst. Ich musste teilweise schieben, es ging gar nicht anders. Aber jetzt bin ich schon fast draußen wieder. Alles gut. Ja, jetzt fahre ich hier durch Esdorf. Ja, ein schönes kleines Dörfchen. Endlich weg von der Hauptstraße. Ja, und das ist wieder jetzt der offizielle Weserradweg Richtung Stolzenau. Ja, jetzt bin ich an der Schleusenanlage. Lese, tippe ich mal. Fall einer ist raus, der nächste fährt rein. Das klappt ja wieder hier. Eben übrigens die Schleuse Landesbergen, nicht Lese. Noch eben nett unterhalten mit einem anderen Radfahrerpärchen, von den ganzen Reisen erzählt. Die waren letztens Pilgern in Spanien, Portugal, waren auch ganz angetan davon. Ja, und dann über dies und das noch erzählt. Die waren auch schon ein bisschen älter, er war kurz vor der Rente, 65. Über dies und das geredet. War sehr nett. Die sind in Höxter gestartet und wollen auch bis Vorjahr. Ja, natürlich nicht an einem Tag, ist klar. Ja, für mich geht es hier weiter an diesem Schleusenkanal bis, ja, Lese, Stolzenau, irgendwie sowas. Ja, ich würde sagen, bis später. Ja, jetzt fahren wir hier vorbei an dem Kraftwerk in Lese-Stolzenau. Vorhin bin ich dann über die Weser rüber, aber konnte ich leider nicht filmen, weil Akku alle war. Muss ich erst danach tauschen wieder. Ja, jetzt habe ich Stolzenau erreicht und radel hier durch diese schöne Allee. Aber ich würde ja lieber in meine City rein, um zu gucken, ob es da irgendwie einen Eiskaffee gibt. Da hätte ich schon ein bisschen jeeper drauf jetzt. Ja, mal sehen, vielleicht geht ja gleich noch was. Jo, jetzt bin ich hier in der City. Mal gucken, ob ich hier irgendwas erreichen kann.
Ja, ich wollte gerade aus Stolzen heraus, da fiel mir das hier ins Auge. Kleine Museumseisenbahn. Ja, schön gemacht. Ja, immer wenn ich filmen will, kommen Autos. Das ist echt. Naja. In Stolzenau gab es ein schönes Eiscafé. Und der Amarena-Becher wartete nur auf mich. Oh, war der lecker. Hat mich das schön runtergekühlt wieder. Ganz toll. Jetzt geht es mir schon wieder viel, viel besser. Ja, jetzt habe ich auch genug Energie für die letzten 41 Kilometer bis nach Hause. Auf geht's! Gegenwind teilweise. Das ist schon nicht ohne heute. Alter Falter. Ja, vorhin bin ich durch Schlüsselburg durch und da am Scheunenviertel war noch so ein Oldtimer-Treff mit Trabis und Opel Rekord und VW Kübel, Ente war dabei. Ja, ich habe ein paar Fotos gemacht und war ganz schön. Ja, jetzt sitze ich hier nochmal so ein bisschen im Schatten unterm Baum, was sehr angenehm ist. Aber die Suppe läuft. Ja, ich lasse mir Zeit. Kein Stress. Ich habe jetzt noch 33 Kilometer. Die reiße ich auch noch irgendwie runter. Und wenn ich dafür 3 Stunden brauche, ist mir auch egal. Alles gut. Ja, ich würde sagen, ich drömmel noch ein bisschen rum hier und dann geht's weiter. Ja Leute, so richtig große Lust zum Filmen hast du bei der Hitze gar nicht, irgendwie finde ich. Ich kann mich nur echt schwer dazu durchringen, die GoPro immer wieder rauszuholen. Ja gut, einen Teil der Strecke habe ich auch schon öfter gefahren hier und ist dann nicht mehr so interessant. Aber so stückweise würde ich sie nochmal rausholen und ein paar Bilder machen. Ah, ja, ist doch ganz schön ermüdend heute, muss ich sagen. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Ja, jetzt bin ich gerade eben vorbei an der Weserscheune. Ich bin jetzt hier in Buchholz. Auch ein schönes Örtchen. Das wollte ich euch doch nicht vorenthalten. Ja, ich fahre jetzt hier auf dieser ehemaligen Bahntrasse, die von Petershagen bis kurz vor Glissen geht. Und ich habe jetzt Ofenstedt hinter mir gelassen und gleich werde ich Petershagen erreichen. Ja, ist mühsam nätziges Eichhörnchen, aber ich fresse die Kilometer. Einen nach dem anderen. Ja, hier geht es an sich schön, in so einer kleinen Allee, bisschen Schutz vor der Sonne. Ist ganz angenehm. Der Wind geht auch ein bisschen, also alles machbar. Obwohl es schon an die Substanz geht, aber noch ist alles gut. Ich weiß ja, was mich zu Hause erwartet. Kühles blondes Bier. Hier wird schon gegrillt heute Abend.
Und natürlich meine Conny. Nicht zu vergessen. Ja, und dass ich dann hier noch auf meiner Lieblingsstrecke Richtung Minden fahren kann, ist natürlich umso schöner. Direkt an der Weser entlang und dann bei so einem Wetter, bei so einem Betrieb hier auf der Weser. Schön, schön, schön. Ja, habe ich schon mal ein Fazit der gesamten Tour ziehen. Also die war schön, sehr schön. War zwar auch anspruchsvoll und fordernd zwischendurch, wettermäßig auch einmal nicht so toll. Letzten Montag in Kiel oder vor Kiel mit den ganzen Regenschauern und Gewitter. Aber sonst hat richtig Spaß gemacht. Gut, mit meinem Fahrrad, mit dem Hinterrad, da kann keiner was zu. Das ist dann nun mal so. Kann passieren. Und auch viele nette Leute kennengelernt unterwegs. Einmal hier an der Fähre in Kiel mit dem jungen Segler da gesprochen, war auch sehr nett. Dann auf dem Campingplatz in Hasefeld mit Thomas und Familie, war auch sehr schön, falls ihr das hier seht. Ich grüße euch, war sehr nett mit euch, hat Spaß gemacht. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, war eine richtig schöne Tour. Und aber ich bin dann auch froh, wieder zu Hause zu sein. Wie gesagt, nach 650 Kilometern. Nächste Woche Dienstag geht die Arbeit wieder los. Naja, freut man sich auch schon ein bisschen drauf. Nicht zu viel, aber mehr auf die Kollegen. Also, ich würde sagen, nee, ich filme gleich noch ein bisschen. Ich verabschiede mich dann noch. Alles klar, bis später. Jo, dann bin ich doch gleich an meiner Lieblingsstelle hier. Wunderschön, super Aussicht. Richtig viel los auf der Weser heute. Ja, da steht mein treuer Packesel. Bald haben wir es geschafft. Und dann kommt schon den nächsten Heizer hier. Oh. Sogar mit Dach. Ja, habe ich so tatsächlich geschafft. Bin fast wieder zu Hause. Ich sehe schon die Casa Villen. Den Fernsehturm nach 650 Kilometern. Pfui. Super. Im Hintergrund die alte Schachtschleuse, links daneben die neue Weserschleuse. Und ein Schiff in Warteschleife, wie es aussieht.
Ja, ist heute was los heute Abend hier. Meine Güte, komme ich ja genau richtig. Nicht schlecht. Das ist nochmal eine schöne Abschiedssequenz. Mit Blick auf Fernsehturm, Kaiser Wilhelm, die Porta Westfalica. Ja, damit endet die Tour, würde ich sagen. Ich fahre noch nach Hause. Es sind noch 7 Kilometer ungefähr. Da werde ich aber nicht mehr filmen. Soll es damit gewesen sein. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr habt es geschafft. Ja, würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben ist auch mal willkommen. Und ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Video wieder. Alles klar. Schöne Zeit, macht's gut, schönen Urlaub. Tschüss.